Denn die digitale Revolution geht uns alle an. Und die Frage ist, wo geht das eigentlich alles hin? Und dazu ist es eigentlich ganz gut, mal zurückzuschauen, wie alles begann. Es gibt ein wunderschönes Museum im Silicon Valley. Und da sieht man dann solche Bilder. Das war also einer der ersten Mainframe-Computer. Der damalige IBM-Chef Watson meinte übrigens, dass es vielleicht einen Weltmarkt für 5 oder so Computer geben würde. Ja? Also mehr konnte man nicht daneben liegen. Später kam dann ARPANET, das heißt, man hat verschiedene militärische Computer mit einem Netzwerk verbunden, um resilient zu sein. Das heißt, zur Not auch einen Atomwaffenangriff zu überstehen. Später wurde ARPANET dann geöffnet hin zum Internet. Und das kennen Sie natürlich alles, kam dann schließlich auch das World Wide Web, erfunden übrigens am CERN, Tim Berners-Lee, umgesetzt dann aber in Amerika, ein bisschen dumm gelaufen. Aber seither kann man eben tatsächlich Webseiten erstellen und miteinander verbinden. Und das ist heutzutage die Basis eines riesigen Marktes im Internet. Ich nehme mal an, Sie gehen auch alle irgendwie im Internet shoppen und buchen ihre Flüge und Hotels und den Urlaub und so weiter. Ja, dann kamen die sozialen Netzwerke, damit wurden wir sozusagen Bestandteil dieses globalen Computersystems, also als Speicher, als Informationsquelle und auch informationsverarbeitende Bestandteile dieses globalen Netzwerkes. Und jetzt kommt das Internet der Dinge, das heißt, Objekte werden mit Sinnen ausgestattet und unter Umständen auch mit künstlicher Intelligenz. Ja, deswegen können Sie heutzutage mit so einer Blechdose namens Alexa sprechen und Bestellungen machen. Und irgendwann wird die Digitalisierung wahrscheinlich bis in unseren Körper eindringen. Ja, das mögen Sie vielleicht ein bisschen gruselig finden, aber gibt es da so Nanosensoren, die Messungen machen im Körper und unter Umständen auch zum Heilungsprozess beitragen können. Das wirft natürlich alles fundamentale Fragen auf, unter anderem ethischer Natur, aber es ist keine Frage, dass wir im Big Data Zeitalter angekommen sind. Ja? Innerhalb von einer Minute werden 700.000 Google-Anfragen abgesandt, 500.000 Facebook-Posts kreiert. Und während Sie einkaufen gehen, während Sie sich bewegen, hinterlassen Sie Datenspuren. Und mit diesen Datenspuren kann man allerlei machen. Man kann Siri zum Beispiel, also eine künstliche Intelligenz, mit der Sie sich unterhalten können, zum Teil jedenfalls, zustande bringen. Man kann algorithmisches Trading auf den Weg bringen. Man kann Echtzeitübersetzungen auf den Weg bringen. Dann Watson Cognitive Computing, kommen wir gleich darauf zurück. CERN als größte Big Data Einrichtung der Welt wahrscheinlich und dann das Internet der Dinge, was letzten Endes Fahrzeuge und Gegenstände und sie miteinander verbindet. Und so kam letzten Endes die Frage auf, können wir jetzt bald alles wissen? Ja, zum Beispiel können wir den menschlichen Körper, das Gehirn, unsere Persönlichkeit, die Welt verstehen. Es entstand dieser Traum, von Chris Anderson formuliert, dass wir eigentlich gar keine Theorie und Wissenschaft mehr brauchen. Wenn wir nur genügend Daten hätten, dann würde sich quasi die ganze Welt von selber enthüllen und uns die Wahrheit preisgeben. Man müsste nur noch tun, was einem die Daten sagen. Und folglich hat man angefangen, wie verrückt Daten zu sammeln und egal, was Sie machen, gehen Sie davon aus, es wird aufgezeichnet. Also zum Beispiel, wenn Sie im Internet Zeitungen lesen, dann sind da so 10 bis 20 verschiedene Tracker, die genau verfolgen, was Sie sich anschauen, was Sie anklicken, wie lange Sie da verweilen, was Sie interessiert. Und dann gab es Lücken in der Sicherheit der Systeme. Im Grunde genommen konnte man alles mitlesen, was Sie eintippen. Für einige Jahre, also überlegen Sie sich nur, was man alles über Sie wissen kann. Also diese Daten entlösen natürlich im Prinzip alles. Es gibt Firmen, von denen Sie wahrscheinlich noch nichts gehört haben, wie Axon Global,
Die verfolgen 64.000 Social Media Providers, das heißt Facebook und Twitter sind nur zwei davon. Also irrsinnige Datenmengen, die da zusammenfließen. Und es ist heutzutage möglich, zum Beispiel für die NSA, sie zu identifizieren, wo sie sich gerade befinden, was sie sagen, mit wem sie sich unterhalten, alleine aufgrund ihres Stimmprofils. Ja, dass jeder Mensch spricht so im Schnitt 6.000 Worte pro Tag. Im Grunde genommen könnte man das alles mit künstlicher Intelligenz transkribieren in Text und dann quasi eine Suche machen nach bestimmten Stichworten, ob sie vielleicht böse Absichten haben oder was auch immer. Ja, da müssen Sie sich nicht wohl dabei fühlen. Ich sage es nur mal, damit Sie wissen, was da so alles passiert. CIA-Direktor Gassant meinte, im Grunde genommen sind wir kurz davor, alle Aktivitäten, die Menschen produzieren, zu prozessieren. Also wir sind eine wandelnde Sensorplattform. Selbst wenn Sie das Handy abgeschaltet haben, kann man herausfinden, wo sie sich befinden und was sie sagen. Also wenn sie es abschalten, machen sie sich vielleicht noch verdächtig. Ja? Also das heißt dann, also jetzt muss man besonders genau aufpassen. Ja? Dann sagt man natürlich, dass die Manager bei ihren wichtigen Sitzungen immer die Akkus vorher rausnehmen, aber es wird schon genügend Reserveakku geben, dass das auch noch alles aufgezeichnet wird. Also, naja. Gut, also wir bewegen uns in eine neue Welt hinein. Man könnte es auch als nächstes Stadium des Kapitalismus bezeichnen. Und dazu gehört ein neues Rechtssystem im Prinzip. Denn man sagt, Code is Law. Das heißt, Algorithmen bestimmen jetzt eigentlich, was sie tun können, was nicht. Das sind die neuen gesellschaftlichen Naturgesetze. Völlig am Parlament vorbei. Ja. Das heißt, es gibt einige wenige, die bestimmen, wie die Welt der Zukunft funktioniert und wir haben da eigentlich wenig mitzureden. Dann gibt es auch neues Geld, eine neue Währung, es nennt sich Daten. Daten sind das neue Öl. Bitcoin macht es vielleicht nochmal besonders klar. Und in der Tat sind heutzutage nicht mehr die Ölfirmen die wertvollsten Firmen der Welt, sondern Apple, Alphabet, also ehemals Google, Microsoft, Amazon, Facebook sind vorbeigezogen an diesen Ölgiganten und es entsteht auch eine neue Ökonomie und die nennt sich Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, die knappste Ressource für viele Menschen ist nicht mehr das Geld, sondern die Aufmerksamkeit. Und Ihre Aufmerksamkeit wird im Internet unter den Werbefirmen versteigert. Ja? Denn wenn Sie gerade aufmerksam sind, dann kann man Sie beeinflussen, auch in Ihrem Wahlverhalten, also politisch und in Ihren Meinungen und so weiter und so fort. Ja, und damit kommt auch ein neues politisches System auf den Weg, das genau diese Mittel nutzt. Natürlich möchte die Politik wirksamer regieren und insofern ist die Frage, kann man denn sowas wie ein digitales Zepter bauen? Ja, und in der Tat, das gibt es sogar. Und keiner hat es gemerkt für lange Zeit. Das nennt sich Nudging, ja, also Anstupsen. Und ich erkläre Ihnen jetzt, wie das so ungefähr funktioniert. Auf jeden Fall kann ich Ihnen sagen, Sie alle werden verfolgt von diesen digitalen Systemen. Sie sind das Ziel, nicht diese paar Terroristen, die man hier in der Schweiz noch nicht gesehen hat, sondern Sie alle sind das Ziel von dieser Massenüberwachung. Es geht hier um 500 Megabyte bis mehrere Gigabyte pro Tag pro Person. Das sind also riesige Datenmengen. Da ahnen Sie nichts davon. Und wofür wird das verwendet? Für das sogenannte Neuromarketing. Ja? Menschen reagieren unbewusst auf äußere Reize. Marketing-Experten auf der ganzen Welt beschäftigen sich gemeinsam mit Psychologen mit der Frage, welche Zielgruppe reagiert auf welche Reize. Wer auf diese Fragen die richtige Antwort kennt, kann ein Produkt ohne wesentliche Streuverluste an den Kunden bringen. Und Sie kennen natürlich dieses Personalized Marketing, ja,
Also hier rechts, wenn Sie da irgendwie Google suchen, finden Sie die Werbung und haben sich bestimmt alle schon gewundert, warum da, dass sich Dinge angezeigt werden, für die Sie sich vorher in irgendwelchen Suchanfragen interessiert haben. Und besonders gruselig wird es, wenn Sie gar nichts eingegeben haben, sondern sich nur mit anderen Leuten unterhalten haben über ein Thema und plötzlich ist es da. Ne? Ja, und damit versucht man also, sie zu beeinflussen mit personalisierten Informationen. Es werden im Grunde genommen tagtäglich Experimente mit uns gemacht, automatisiert. Ja, das geht zurück eigentlich auf das, was man Behaviorismus nennt, ja, Konditionierung. Es wurden in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts Tiere in dieses Kinderboxen gesperrt und dann bestimmten Belohnungs- und Bestrafungsreizen ausgesetzt und dazu gebracht, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Und jetzt sind wir die Versuchskaninchen. Das hat Ihnen nur niemand gesagt. Und Sie sind nicht so in so einer Box eingesperrt, sondern in dem, was man als Filterblase nennt. Das ist die personalisierte Informationswelt, die um Sie herum aufgebaut wird und sich ganz eng anschmiegt. Ja, fühlt sich fast so an, als wären die Ideen von Ihnen, aber die sind Ihnen eben oft irgendwie so untergejubelt. Ja. Und um diese Filterblase zu bauen und diese personalisierte Welt, muss man sie natürlich genau kennen. Da gibt es auch Firmen wie Crystal, die sagen von sich, see anyone's personality. Das heißt, da sind sie ausgebreitet. Ohne dass sie es wussten, waren sie auf so einer Art Psycho-Couch. Also hochdetaillierte Profile von allen Menschen angefertigt. Also welche Charaktereigenschaften sie haben, was sie so im Laufe der Woche tun und so weiter und so fort. Und man weiß, dass der Mensch nicht immer perfekt logisch schließt, sondern es gibt diese kognitiven Biases, mit denen kann man einen austricksen. Das ist sozusagen die Abkürzung, die das Gehirn nimmt, um effizient mit wenig Energie bestimmte vernünftige, nicht aber immer optimale Entscheidungen zu treffen. So. Und da ist es so, dass es also einige Dutzend von diesen Denkfehlern quasi gibt, die kann man ausnutzen, um sie auszutricksen. Also für jeden dieser Denkfehler gibt es quasi so einen digitalen Knopf und dann kann man das aktivieren. Und zwar nicht nur irgendwie auf der Basis von einzelnen Personen, sondern wirklich Millionen von Menschen, Milliarden sogar, ja, werden eigentlich ständig beeinflusst von diesen Systemen. Und dann kommt da so eine Art Gleichschaltung zugange. Wenn Sie jetzt glauben, da fantasiert aber einer, dann hören Sie sich mal diesen Talk von Tristan Harris an. Der hat bei Google in so einem Kontrollraum gearbeitet und erklärt, was da passiert. Er sagt, wie eine Handvoll Technologie-Company Billionen, also das sind Milliarden von Menschen, Gehirnen quasi manipulieren, jeden Tag. Ja? Also das ist Realität, das heißt, der öffentliche Diskurs wird dort beeinflusst und die Frage ist, wie viel von diesen Konflikten in unserer Gesellschaft kommen zum Beispiel daher. Ja? Dann kommt auch eine neue Gesellschaft und die Frage, die sich stellt, naja, wird die Demokratie überleben? Ja? Das haben wir dann auch prominent zur Sprache gebracht, denn es gibt einige Leute, die sagen, naja, die Demokratie hat zwar Reichtum, Gesundheit und Glück für Milliarden Menschen auf der ganzen Welt gebracht, aber jetzt ist es eine veraltete Technologie, jetzt wollen wir etwas Neues. Und was kann das sein? Na, hoffentlich nicht das Gegenteil von Reichtum, Gesundheit und Glück. Ich deute es so, dass man im Grunde genommen die Gesellschaft wie eine Maschine zu betreiben versucht. Also wenn man das möchte, dann muss man natürlich wissen, was sind all diese Einzelteile, das sind Sie und ich und die Autos und die Firmen und so weiter und so fort. Und die muss man beobachten und quasi eine digitale Kopie bauen mit maschinellem Lernen. Und dann muss man lernen, wie man diese einzelnen Elemente manipulieren kann. Ja? Und in der Tat, diese Ideen gehen lange Zeit zurück. Walt Disney hat schon über die perfekte Stadt nachgedacht und dann heutzutage spricht man über Smart City, Smart Nation, Smarter Planets. Da geht es also um eine Automatisierung von Städten auf der Basis von
umfangreichen Sensornetzwerken. Und daran arbeitet IBM, daran arbeitet Google, Apple anscheinend auch. Aber mancher empfindet das, wie zum Beispiel dieser Autor, doch als Realität gewordener Albtraum. Und was einen verwundert auf jeden Fall ist, wenn man sich dieses Städteranking anschaut, was also die schönsten, lebenswertesten Städte der Welt sind, dann liegt keine von diesen Städten in einer der führenden IT-Nationen. Das heißt, die möchten zwar das Paradies auf Erden schaffen, aber haben eigentlich noch gar nicht verstanden, was eigentlich ein Paradies ausmacht. Ja? Es ist eben, eine Stadt ist nicht einfach nur ein riesen Logistiksystem oder ein riesen Entertainment-Park, sondern da wird experimentiert und gelernt, da lernen sie Leute kennen, machen Freundschaften, verlieben sich, heiraten, haben Kinder, da sind sie kreativ, innovativ und so weiter und so fort. Das heißt, da kommt viel zusammen. Und ja, man muss sagen, bisher hat es noch nicht so richtig funktioniert und ich erkläre Ihnen nachher, wie es besser laufen kann. Aber jedenfalls, Google zum Beispiel möchte den Staat neu programmieren. Das heißt, die arbeiten an einem Betriebssystem für die Gesellschaft. Ja? Sind mit Computern und Handys geben die sich zwar auch ab, aber das ist eigentlich nicht das, was sie wirklich interessiert. Viel spannender finden die Gesellschaftssteuerung. IBM macht das. Auch Mark Zuckerberg hatte die Ambition, ich glaube, er ist ein bisschen bescheidener geworden in letzter Zeit, nach den Skandalen. Ja, und Putin meint, als derjenige, der führend im Bereich künstliche Intelligenz ist, der wird die Welt regieren. Das ist natürlich die Frage, oh Gott, wer wird das sein? Das Google sein? Vielleicht wird das China sein? Und was passiert in China? Da gibt es jetzt diesen Citizen Score, das heißt, alles, was die Bürgerinnen und Bürger tun und lassen, wird basierend auf Massenüberwachung und Millionen von Kameras mit Plus- und Minuspunkten versehen. Ja, wenn sie bei Rot über die Ampel laufen, Pech gehabt, ja, Minuspunkte. Wenn sie ihre Miete später bezahlen, Minuspunkte. Wenn sie ihre Oma nicht oft genug besuchen, oh Gott, das gibt aber Minuspunkte. Wenn sie kritische politische Nachrichten lesen, Minuspunkte. Wenn sie Leute kennen, die kritische Nachrichten lesen, Minuspunkte. Und dann am Ende haben sie ein Punktekonto und davon hängt ab, welche Jobs sie bekommen, welche Länder sie reisen dürfen und sogar, ob sie noch öffentliche Verkehrsmittel benutzen dürfen oder nicht. Ja. Also, schöne neue Welt. Ist im Grunde genommen auch überall anders einsatzbereit, hat mir nicht so gefallen, ich habe es gesagt, hat mir viel Ärger eingebracht, aber es musste gesagt werden und das ist nicht die Welt, glaube ich, in der wir leben möchten. Ja? So, und wir haben jetzt eben eine wichtige Debatte über unsere Zukunft, denn dass sich die Gesellschaft verändern wird, mit der Digitalisierung, dass wir die Digitalisierung auch nutzen wollen, das ist ja außer Frage. Aber wie nutzen wir jetzt die Digitalisierung? Es gab es gerade im aktuellen Heft von Bilanz diesen großen Artikel, die Big Data Lüge, da wird also gesagt, bisher hat sich es eigentlich für viele europäische Unternehmen nicht ausgezahlt im großen Stil. Das sind die Googles und die Amazons und einige wenige, Facebook natürlich, Apple, Microsoft, einige wenige Monopole im Grunde genommen, die jede Menge Geld machen und die anderen, bei denen läuft das nicht so gut. Nun muss man allerdings auch sagen, Europa ist sein 15 Jahre oder so zu spät, es ist schwer zu sagen, es sind das 5 oder 10 oder vielleicht sogar 25 und so. Aber wir sind auf jeden Fall spät dran und bei diesem irrsinnigen Tempo, was sich immer noch beschleunigt, exponentiell, hat das natürlich viel zu sagen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt genauso sehr aufs Gas gehen wie das Silicon Valley, können wir gar nicht einholen. Der Abstand vergrößert sich immer mehr durch diese exponentielle Beschleunigung. Das heißt, wir brauchen einen anderen Ansatz. Und das ist hier auch angerissen, wie ich mir das vorstelle. Und das will ich jetzt in meinem zweiten Teil des Vortrags erläutern.
Also zunächst muss man sich natürlich auch mit dieser Frage auseinandersetzen, wem gehören eigentlich all diese Daten, ja, dieser digitale Zwilling, der da von Ihnen angefertigt worden ist, ohne dass Sie das wussten. Ja, im Grunde genommen wurde Ihr Leben downgeloadet, ja, von Firmen, die Sie gar nicht kennen, und von den Geheimdiensten, ohne dass Sie gefragt wurden. Das sind dieselben, die sich aufregen, wenn Sie mal irgendeinen Song oder ein Foto runterladen aus dem Internet. Ne? Aber Ihr ganzes Leben, Ihre ganze Kreativität, das wurde runtergeladen, nichts dafür bezahlt. Na gut, manchmal kriegen Sie vielleicht von Google eine Antwort, aber es ist ja ein Klacks. Ja? Und natürlich, im Grunde genommen sollte dieser Zwilling uns gehören, oder wir sollten zumindest diese Daten über uns selber steuern können, ihren Einsatz. Und im Grunde genommen ist mein Vorschlag der folgende, also es geht mir halt mal zu, dass es diese Daten gibt, und tu nicht so, als wäre es nicht so, und dann kann man eben dort eine Plattform obendrauf bauen, die es uns allen erlaubt, unsere eigenen persönlichen Daten zu verwalten. Ja? Also unter anderem wird da dieses Cyber Security Center gebaut, aber das braucht im Grunde genommen auch hoch detaillierte Daten über alles, was Sie tun. Also wie Sie mit Ihrer Maus wackeln und so weiter, und wie Sie auf Ihre Tastatur tippen, das alles verrät, ob Sie Sie sind, ja, oder ob jemand anderes gerade an Ihrem Computer sitzt und so weiter. Also man wissen möchte, ob jemand böse Absichten hat und wer Sie nun wirklich sind, da muss man wirklich jedes einzelne Detail kennen und so. Das heißt, da fließen unglaublich viele Daten zusammen. Und mit denen könnte man aber auch viele gute Dinge machen, wenn Firmen und Wissenschaft und NGOs und Spin-offs und so weiter darauf mit ihrem Einverständnis Zugriff hätten. Also, wir sind der Meinung, diese War Rooms, die da gebaut worden sind, ja, die Vorstellung ist, also die Welt gerät in eine Krise, Klimakrise, Migrationskrise, Ressourcenkrise, Finanzkrise, was es auch immer ist, ja, und darauf muss man reagieren, also sammeln wir so viel Daten wie möglich, und sagen wir dann quasi militärisch entschieden, wie es mit der Welt weitergeht. Die meisten Politiker und erst recht wir Bürgerinnen und Bürger wissen aber gar nicht, was da so genau entschieden wird und warum. Und wir sind der Meinung, man sollte diese War Rooms in Peace Rooms verwandeln. Es braucht mehr Transparenz, braucht ein demokratisches Framework, sonst brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn die Demokratie verschwindet. Man sollte interdisziplinäre wissenschaftliche Teams mit diesen Daten arbeiten haben. Es braucht ethische Experten, es braucht verschiedene Perspektiven auf die Daten. Ja, ich meine, wenn man die Welt aus der Sicht von Security sieht, dann sieht man überall nur Bedrohungen und Gefahren. Ja, also es gibt eine völlig verengte Weltsicht, und es braucht partizipative Gelegenheiten. Und vor allen Dingen braucht es diese Plattform, die es einem erlaubt, die persönlichen Daten zu kontrollieren. Also sagen wir mal, alle, die über Sie, ob Sie es nur wissen oder nicht, ob es absichtlich ist oder als Beiprodukt, Daten erzeugen, müssen Sie in eine Datenmailbox schicken, in Ihre Datenmailbox. Und Sie hätten da ein Passwort und könnten dann entscheiden, wer mit welchen Daten arbeiten darf. Und wenn Sie es nicht freischalten, darf man sie nicht benutzen. Und wenn man erwischt wird, dass man sie trotzdem benutzt, wird es teuer. Ja? Das ist also im Grunde genommen das Prinzip. Sie können also entscheiden, welche Firma, wie lang, für welchen Zweck, welche von Ihren Daten benutzen darf und einsehen darf. Das ist im Grunde genommen das Prinzip. Regierungen und Wissenschaftler dürfen Statistiken machen, konnten aber nicht in ihre persönlichen Daten reinschauen. Und alle Nutzungen ihrer Daten würden transparent berichtet, falls sie es denn so genau interessiert. Sie hätten einen digitalen Assistenten, dass sie jetzt nicht jeden Tag 3 Stunden damit verbringen müssen, anzuklicken, wer jetzt welche Daten benutzen darf. Dieser digitale Assistent ist im Grunde genommen so ein künstliches Intelligenzsystem.
wenn Sie wollen. Kennt es Sie, was Sie für Privatsphäre, Präferenzen haben, welchen Firmen Sie trauen und welche nicht und so weiter, und konfiguriert es vor, und dann können Sie meinetwegen einfach nur OK drücken oder es dann korrigieren, so wie Sie es wollen. Ja? Also im Grunde genommen der Vorschlag: Schließen wir doch den Wert dieser Daten für alle auf, aber eröffnen einen Vertrauenswettbewerb um den Zugang zu diesen Daten. Ja? Wer Ihre Daten missbraucht und es fliegt auf, dann sperren Sie die Daten. Die Firmen, die also Ihr Vertrauen nicht verdienen, haben Zugang zu weniger Daten. Das heißt, einen kompetitiven Nachteil. Und so wird also dieser Vertrauenswettbewerb zu einer digitalen Vertrauensgesellschaft führen. So, warum sollen wir das auch noch machen? Damit wir wirtschaftlich vom Fleck kommen, der Digitalisierung. Ja? Silicon Valley, das sind unsere Wettbewerber. Ja? Also da haben die ganz schön was zu tun, wenn sie mit denen mithalten wollen. Ja? Es sagt sich so leicht, wir wollen jetzt irgendwie das Silicon Valley Europas werden. Ja? Begrüße ich ja auch, aber wie macht man das, wenn die Tatsachen zeigen, dass die größten IT-Companies in den USA und in China sind, aber in Europa ist einfach nichts, und mit den größten Internet-Companies, das sieht es auch nicht anders aus, und mit den Software-Companies ist es auch nicht viel besser, da gibt es immerhin SAP. Ja, aber ich glaube, der größte Anteilseigner ist auch die USA oder so. Ne? Also das sind die Tatsachen. Wie gesagt, wenn wir jetzt mit einiger Zeitverzögerung dieselbe exponentielle Beschleunigung zustande brächten, ja, das heißt, wir müssen genauso hart arbeiten, sagen wir 16 Stunden am Tag und so weiter, genauso viel gut ausgebildete Leute und so weiter, dann würde trotzdem der Abstand immer noch größer werden, und zwar exponentiell schnell. Das heißt, wir hätten zwar das Gefühl, wir kommen voran, aber in Wirklichkeit fallen wir immer weiter zurück. Ne? Was können wir tun? Naja, wir brauchen ein schnelleres Wachstum als exponentiell. Ja, und wie machen wir das? Ja, es braucht ein anderes Wachstumsgesetz. Und was ich hier vorschlage, das ist das faktorielle Wachstum oder kombinatorisches Wachstum. Das kommt zustande, wenn Sie nicht mehr eine Wirtschaft haben, wo jeder gegen jeden kämpft und alles, was Sie gemacht haben, irgendwie verschließt in einem Tresor, sondern wenn Sie sich öffnen für Kooperation, ja, sodass man bestehende Produkte und Services miteinander kombinieren kann. Das heißt, weg mit diesem Kleingärtchen-Denken, ja, wir müssen lernen, größere Kuchen zu backen. Dieses Kleingärtchen-Denken, das kommt übrigens noch aus dieser alten materiellen Ökonomie, ja, wo die Ressourcen begrenzt sind. Und das heißt, wenn Sie mehr haben wollen, dann muss jemand anders was abgeben. Und dann gibt es halt dieses Monopoly-Spiel, dass irgendwie jeder versucht, so viel wie möglich an sich zu raffen. Dieses Denken ist eigentlich nicht adäquat für die digitale Welt, weil Sie können eigentlich eine Datei fast beliebig oft multiplizieren. Sie können unendlich viele Songs und Movies und Anwendungen, Services und so weiter in der digitalen Welt machen. Also es gibt mehr als genug für jeden im Grunde genommen. Ja? Also wenn man jetzt denkt, Digitalisierung ist, dass wir das Alte machen, was wir schon immer gemacht haben, das heißt die alten Produkte und Services und Businessmodelle, und jetzt halt digital, und wir portionieren quasi unbegrenzte Ressourcen wieder in kleine Stückzahlen, um den Preis nach oben zu treiben und so weiter und so fort, dann glaube ich, hat man die Digitalisierung nicht verstanden und diese Unbegrenztheit der Möglichkeiten nicht beim Schopf gepackt, was eigentlich das Herzstück einer Prosperität in der Zukunft sein kann, wo es uns allen gut geht, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern rund um die Welt. Ja? Das heißt, es gibt diese alte Ökonomie, da macht man Geld mit Rationalisierung, und es gibt diese neue Ökonomie. Dort wird Wert geschaffen durch Co-Kreation, durch Teilen. Ja?
Informationen, die sie nicht teilen, ist eigentlich wertlos. Ja? Und das heißt, es geht darum, Informations- und Innovationsökosysteme zu schaffen. Ja? Ich gerne nehme ich dieses Beispiel eines Regenwaldes als Beispiel dafür, wie eigentlich so ein Ökosystem funktionieren kann. Da lassen die Bäume nach einiger Zeit Blätter fallen und das wird zu Humus. Und auf diesem Humus wächst dann diese unglaubliche Vielfalt und dieser Überfluss. Ja? Da gibt es auch kleine und große Bäume, aber die größten Bäume gibt es im Urwald. Ja? So, und also das Entscheidende ist, etwas herzugeben. Nur dann kann dieser Humus entstehen. Ja? Das muss nicht sofort sein. Das muss nicht open everything sofort sein. Sondern wir können auch sagen, naja, einigen wir uns doch darauf, dass wir Daten und Algorithmen nach 24 Monaten aufschließen. Ja, für Patente haben wir 15 Jahre. Aber Digitalisierung geht ja so viel schneller. Also 24 Monate ist eigentlich schon kalter Kaffee. Dann kann man doch eigentlich teilen. Ja? Und das heißt, wir hätten quasi prioritäre kommerzielle Nutzung kombiniert mit der Schaffung eines Allgemeingutes. Also wenn nach 24 Monaten jeder was die Dinge hergeben würden, die entsprechend vorher erschaffen worden ist, dann würden sie alle so viel schneller Fortschritte machen bei ihren digitalen Plattformen, Produkten, Services und so weiter und so fort. Und dann sagen natürlich die großen Unternehmen, naja, profitieren da nicht die Kleinen so viel mehr von uns als umgekehrt? Nee, ich glaube nicht, weil die großen Unternehmen konnten von sehr viel mehr kleinen Innovationen, sehr viel mehr kleine Innovationen nutzbringend in ihre Produkte integrieren als eine mittelständische oder kleine Firma. Ja, wie gesagt, die größten Bäume gibt es im Regenwald, also ich glaube nicht, dass das den großen Unternehmen schaden würde. Es würde allen nutzen, die digitale Wüste in einen digitalen Regenwald verwandeln. Also irgendwie muss man sich öffnen, sonst kann keine Kooperation, sonst können keine Synergieeffekte, keine kombinatorische Innovation zustande kommen. Ja, es geht darum, Menschen und auch Firmen zu befähigen mit Daten. Lego, ein schönes Beispiel eigentlich, mit der Power von Kombinatorik, ja, unendlich viele Möglichkeiten tun sich dann plötzlich auf. Ja. Das heißt, die neuen Erfolgsprinzipien sind Koepetition, das heißt eine Kombination zwischen Wettbewerb und Kooperation, Co-Learning, Co-Innovation, Co-Creation und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen weiß man das, also auch wirklich die führenden digitalen Köpfe in den USA haben entsprechend sich geäußert. Aber die großen Unternehmen legen sich da manchmal quer. Zum Schaden der Menschheit. Und ich bin der Meinung, wir sind an einem Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo wir vor riesigen Herausforderungen stehen. Ja? Ich meine, Klimakrise, sagen manche, na gut, 2 Grad mehr oder 4 Grad und so weiter, was soll's. Viele verstehen nicht, dass da vielleicht ein Sechstel aller Arten stirbt, also die Nahrungskette völlig durcheinander kommen kann, auch für den Menschen, dass da riesige Migrationsströme entstehen werden, Kriege und so weiter, dass riesige Ressourcenknappheiten in diesem Jahrhundert kommen können, dass Milliarden Menschen sterben könnten. Das sind im Grunde genommen die Prognosen, wenn wir an unserem jetzigen Wirtschaftssystem festhalten. Ja? Und warum upgraden wir nicht den Kapitalismus und die Demokratie mit digitalen Mitteln und sehen zu, dass wir das Schicksal der Menschheit in diesem Jahrhundert eben verbessern, indem wir zusammenarbeiten mit unserer Kreativität und unseren Talenten und Ressourcen. Nur durch Zusammenarbeit können wir überhaupt diese Herausforderungen packen, sonst sieht es schlimm aus, ja? In einigen Jahrzehnten spätestens. Also wir steuern auf eine Art neues Spiel zu, wo sich die Spielregeln ändern, von diesem Monopoly-Denken hin zu einem
kooperativeren Ansatz. Ich glaube, die meisten Menschen wünschen sich das eigentlich auch. Ja? Es ist angenehmer, so zusammenzuarbeiten. Also seien Sie doch ein Game Changer. Ja? Verändern Sie die Spielregeln. Und Open Data, Open Science, Open Innovation, das sind so einige Stichworte, die in dem Zusammenhang wichtig sind. Sie haben sicherlich viel von Hackathons gehört, vielleicht selber schon teilgenommen. Das sind also, treffen sich dann Computer-Nerds, würde man vielleicht sagen, und versuchen da auf die schnelle Lösung zu prototypen. Ja, wir haben auch selber solche Sachen zum Teil gemacht, sogar in San Francisco zum Thema Erdbebenresilienz. Also was macht man, wenn das große Beben kommt? Hilfe zur Selbsthilfe mit digitalen Mitteln und ja, hier verschiedene andere Hackathons, die wir gemacht haben. Und insbesondere interessiert uns, wie man das Internet der Dinge mit Blockchain-Technologie zusammenbringt. Ich erkläre auch, warum das wichtig ist, um unsere Zukunftschancen zu verbessern. Und das interessiert die Studenten ganz massiv, wie Sie sehen können. Also an die 200 Leute waren das, glaube ich, insgesamt. Und die haben dann innerhalb von einer Woche hier über 20 Projekte auf den Weg gebracht. Von Finanzanwendungen bis Demokratieanwendungen bis Energiesysteme, was haben wir hier sonst noch alles, Nahrungsmittelketten und so weiter und so fort. Also unglaublich viele ETH-Studenten sind da enorm ambitioniert und engagiert und haben tolle Ideen. Also das ist immer wieder beeindruckend. Allein mit Blockchain kann man so unendlich viele Sachen machen. Finanz, Produktion, Logistik, Energie, Smart Cities, humanitäre Angelegenheiten, Gesundheit, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Also man kann das kaum alles aufführen. Und wir sind dann natürlich auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel unterwegs. Und dann gibt es diese Fab Labs, Makerspaces. In Zürich übrigens auch, aber ich glaube, man sollte sich mal umschauen, wie es da anderswo aussieht. In Amsterdam zum Beispiel ist das Fab Lab, ja, das ist ein 400 Jahre altes Gebäude, wenn ich mich nicht täusche. Das hat eine Geschichte. Früher wurden dort die Waren für den Markt gewogen. Aber auch das fand dort statt. Sie haben das Bild bestimmt schon im Museum oder im Kunstband gesehen. Ja, was schauen sich diese Herren hier alle an? Das hier. Ja? Also dort wurde seziert, also man hat in den menschlichen Körper reingeschaut, um ihn zu verstehen. Und dieses Denken herrscht auch heute vor im digitalen Zusammenhang. Das heißt, hineinschauen können, selber machen können, lernen, wie es funktioniert. Ja, 3D-Drucker und so weiter macht enorm viel Spaß, wenn man da Werkzeuge und alles Mögliche erzeugen kann. Ich war da auch schon öfters und habe zum Teil meine Veröffentlichung geschrieben. Und das ist das Fairphone. Ja, können Sie vollkommen auseinanderbauen, können Sie Einzelteile ersetzen auf den Akku und so weiter und so fort. Und eben auch Fair Trade. Die Materialien achtet man und wie sie hergestellt werden. Also das ist sehr beeindruckend. Also von einem Makerspace wurde das auf den Weg gebracht. Ja, das waren wir doch hier in der Schweiz auch. Ne? In Amerika hat man sogar versucht, eine Nation of Makers auf den Weg zu bringen. Also eine Nation von Bastlern. Ja? Daniel Düsentriebs quasi, könnte man sagen. Und heutzutage ist es möglich, Häuser aus dem 3D-Drucker rauszulassen, dauert einen Tag, kostet 10.000 Dollar. Ist vielleicht nicht die Villa, in der Sie leben wollen, aber viele Menschen würden sich freuen, so ein Haus zu haben. Ja. Und mittlerweile gibt es da Hunderte rund um die Welt. Ja. Sollte eigentlich jedes Volkshaus, ja, jeder Bürgertreff sollte eigentlich sowas haben, meiner Meinung nach. Ja, früher hat man Tischfußball gespielt, das ist eigentlich, was man heutzutage macht. Ne?
Dann Open Education Learning Platforms spielt eine große Rolle. Das, was an Wissen erzeugt wird, möglichst schon am nächsten Tag für alle verfügbar zu machen. Und dann gibt es jetzt den Trend in Richtung Citizen Science, Bürgerwissenschaft. Das heißt, hier werden Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, mitzuhelfen beim Forschen. Damit entsteht mehr Forschungskapazität, mehr Geschwindigkeit, mehr Impact, mehr Ideen auch. Und man kann damit eben viele Probleme lösen, die zu komplex sind. Also manche haben da ein irrsinniges Talent, zum Beispiel Proteine zu falten, das ist dann wichtig auch für die A2-Mittelforschung. Und dann gibt es dieses OpenStreetMap. Das begann, glaube ich, in London und mittlerweile gibt es 1 Million Leute, die da regelmäßig Daten reinfüttern. Ja, das ist eines der genauesten Mapping-Systeme für Straßen, für Wanderwege und so weiter und so fort. Alles open. Ja. Super Sache. Und heutzutage versucht man das auch dreidimensional zu machen. Das heißt, aus diesen ganzen Fotos, die Touristen ständig hochladen ins Internet, Städte zu rekonstruieren, vollautomatisch quasi. Ja, das ist toll. Und an der EPFL in Lausanne arbeitet man an einem Projekt, was im Grunde diesen ganzen alten Bücherbestände auswerten soll. Und zwar in Venedig. Sogenannte Venice Time Machine. Ja, da gibt es, ich glaube, sogar Kilometer an Aktenbeständen. Da wurde alles aufgezeichnet, wie viele Tonnen Fisch da in einer Woche rein und raus ging aus dem Hafen, zu welchen Preisen und welche Schiffe da einliefen und alles Mögliche. Also da kann man im Grunde genommen Jahrhunderte vor uns rekonstruieren im Detail und dieses vergangene Jahrhundert einmal bereisen, dreidimensional. Also das wird sicherlich sehr spannend werden. Wir haben ein bisschen gearbeitet an einer Internet of Things Plattform, die offen für alle sein soll. Die Idee war, dass wir eigentlich diese Sensoren in unseren Smartphones auch selber verwenden können, um Daten für uns alle zu sammeln, gemeinsam, ja, ein Bürgernetzwerk sozusagen. Und entscheidend dabei ist natürlich, dass man sich nicht ausgehorcht fühlt, sondern dass man selber entscheiden kann, welche Daten geteilt werden und welche man nur für sich selber verwendet, zum Beispiel für Smart-Home-Anwendungen. Ja. Aber im Grunde genommen ist die Idee, das Internet der Dinge in der Gesellschaft als Citizen-Web zu betreiben, als partizipatives System, also sozusagen so eine Echtzeit-Daten-Wikipedia der Welt, könnte man sagen. Man konnte Daten nutzen, damit es funktioniert, muss man aber eben auch Daten zur Verfügung stellen. Und ähnlich dann mit dem Code. Ja? Also angenommen, Sie möchten irgendwie während dem Urlaub Ihre Zimmerpflanzen automatisch bewässern und außerdem irgendwie zu Hause eine Kamera haben, die schaut, ob jemand in Ihrem Wohnzimmer unbefugt unterwegs ist. Ja? Gut, und dann gäbe es quasi Code, den Sie sich runterladen können. Und den Sie mit Ihren Freunden adaptieren können auf Ihre spezielle Anforderung und würden dann diesen Code wieder hochladen. Und je mehr Leute das machen, desto schneller hätten wir sehr viele interessante Anwendungen mit dem Internet der Dinge. Ja? Also neue Möglichkeiten für alle. Es geht letzten Endes um Befähigung, dass wir alle bessere Entscheidungen treffen können, dass wir kreativer, innovativer sind, dass wir uns besser mit anderen koordinieren können und so weiter und so fort. Und macht unglaublich viel Spaß. Ja? Man kann spielerische Sachen machen, man kann so eine Art, könnte man sagen, digitale Ostereiersuche umsetzen. Probieren Sie das mal mit Ihren Kindern, die darüber stöhnen, wenn sie irgendwie im Wald Ostereier mit Ihnen suchen sollen. Oder Enkel. Also man kann hier so eine Schatzsuche im Grunde genommen umsetzen und man kann interaktive
Spiel damit mache. Und mit diesen interaktiven Spielen kann man auch wiederum viel über die menschliche Natur lernen. Also im Grunde genommen geht es darum, neue Kompasse für Entscheidungsträger, sind wir aber auch natürlich, zu entwickeln, Dinge sichtbar zu machen, die man so nicht sieht, wie zum Beispiel soziales Kapital, Vertrauen, Reputation, Solidarität, soziales Wohlergehen, Spannungen, die unter Umständen zu Konflikten führen können, Ressourcen kann man mappen, dann auch die Verbreitung der Grippe, ja? Natürlich anonymisiert, aber so, dass sie wissen, ob sie sich vielleicht doch jetzt besser impfen lassen, wenn es eben die Grippe näher kommt. Oder eben auch Tools, die ihnen helfen, die Produkte zu finden, die ihren Wünschen entsprechen. Ja, heutzutage werden so viele Stückzahlen wie möglich von einem Produkt produziert. Das nennt sich Economies of Scale, das macht es billiger und dann versucht man ihnen das aufs Auge zu drücken. Also mit Werbung versucht man ihnen das schmackhaft zu machen, dann kaufen sie es und dann steht es irgendwie im Keller rum in vielen Fällen. Ja. Hier wäre es umgekehrt, Sie sagen Ihrem Smartphone, was Ihnen wichtig ist, wie wichtig der Preis ist, ökologische Herstellung, sozialverträgliche Herstellung, Inhaltsstoffe, Allergien, was auch immer. Und diese App würde also die verschiedenen Produkte scannen und in Nutzerbewertungen reinschauen und so weiter und Ihnen sagen, also aus Ihrer Perspektive wäre dieses Produkt das Beste. Und die Unternehmen würden dann lernen, Produkte zu produzieren, die wir wirklich wollen. Ja, wäre für alle besser. Und man kann das Ganze jetzt noch einen Schritt weiter treiben, und zwar indem wir die Städte innovativ machen. Ja, klassischerweise gibt es also diese Arbeitsteilung, wo man sagt, also die Unternehmen sollen innovativ sein und die Forschung soll dabei helfen. Und die Politik und die Verwaltung, die verwalten halt. Also da ist nicht viel, also Innovation ist ja über Abweichung vom bisherigen und eine Verwaltung ist genau das Gegenteil gefragt. Es soll also alles schön standardisiert sein. Und damit sind natürlich Städte nur bedingt innovativ. Ja? Ich denke, das können und müssen wir ändern in der Zeit, in der wir leben. Warum? Weil weder die Nationen und die UN einerseits noch die globalen Kooperationen in der Lage sind, die Weltprobleme, vor denen wir stehen, rechtzeitig zu lösen, so dass es alles nochmal gut ausgeht für die Menschen auf dieser Welt. Und das heißt, wir brauchen mehr innovative und transformative Kapazität für den digitalen Wandel, für den ökologischen Wandel. Und das heißt, wir müssen die Zivilgesellschaft viel stärker einbeziehen. Und das bringt uns zu den Städten, ja? Wo wir bottom-up im Grunde genommen uns beteiligen können an der Innovation. Dazu sollen diese Städtewettbewerbe da sein, ja? Als dritte Säule der Transformation und Lösungsfindung. Das heißt, die Städte würden sich in einen Wettbewerb um die besten Lösungen zu Klimawandel, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Krisenfestigkeit, Frieden und so weiter begeben. Übrigens haben wir gleich noch bald einen Workshop dazu. Und dann werden die besten Lösungen identifiziert, werden ein paar Medaillen verteilt, aber es gibt sozusagen Best-of-Listen der Lösungen und jede Stadt könnte sich dann das, was am besten zu ihr passt, heraus selektieren. Es mag vom Budget abhängen, es mag vom kulturellen Kontext abhängen und so weiter und so fort. Und das Entscheidende ist, diese Lösung werden Open Source und Creative Commons. Ja, werden aus Steuergeldern bezahlt. Und der Vorteil ist, also jeder kann das dann nehmen, umsetzen, weiterentwickeln, kombinieren und im Laufe der Jahre, wenn sich diese Wettbewerbe überholen, wachsen da immer mächtigere Lösungen durch Aktivitäten dieser Städte. Also es geht jetzt nicht so sehr ums Gewinnen, sondern es ist eine Kombination von Wettbewerb und Kooperation, die hier entscheidend ist. Also das Weltwissen sozusagen
zu identifizieren und nutzbar zu machen durch eine Kooperation von Städten in Städtenetzwerken. Das ist die Idee. Wir haben jetzt den zweiten Workshop zum Thema am 11. September in Wien. Also wer noch teilnehmen möchte, bitte Bescheid sagen, ist es noch möglich. Und da wollen wir tatsächlich, das ist die Hoffnung, den ersten Städtewettbewerb auf den Weg bringen. Und dann soll es hoffentlich immer weiter wachsen. Also das ist Sebastian Thun, er hat bei Google X gearbeitet und hat Google Self-Driving Car erfunden. Er sagt, das ist vielleicht ein bisschen willkürlich, aber wir wissen schon, wie es gemeint ist, nur 1% aller Dinge sind überhaupt erst erfunden worden. Ja? So, also die Frage ist, wie erfindet man die anderen 99%? Und zwar so schnell, dass sie uns noch rechtzeitig helfen, unsere Probleme zu lösen. Ja? Also es gibt ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel ein einzelner Hacker hat hier ein Self-Driving-Car gebaut. Ja? Das ist vielleicht nicht hundertprozentig verkehrssicher jetzt in einer dicht befahrenen Stadt, aber erstaunlich, was alles möglich ist und wer weiß, was solche Städtewettbewerbe alles mobilisieren können, ja, oder solche Lösungen. Solarfahrzeuge werden auch an der ETH erfunden, Solarflugzeuge oder völlig neue Transportmittel, ja, also solche coole Flugtaxis. All solche Sachen sind möglich und im Grunde genommen kann man jetzt auch einen Schritt weiter gehen und zwar in Richtung Open Source Urbanism. Das ist also direkt Designlösung, ja, so ähnlich wie jetzt mit diesem 3D-Drucker fürs Haus, ja, dass solche Sachen im Grunde genommen Open Source werden, sodass sie weiterverwendet werden können in einer anderen Stadt, in einem anderen Kontinent, modifiziert werden können. Und ich halte das auch für besonders interessant, um Lösungen für die Migrationskrise zu finden, was ja eigentlich eine Krise in Afrika unter anderem, aber auch anderen Ländern ist, wo letzten Endes eben die Ressourcenkrise oder die Kriegssituation so schlimm ist, dass die Menschen dort einfach nicht mehr vernünftig leben können, obwohl sie sicherlich gerne in ihrer Heimat wären. Und folglich kommen sie in andere Länder. Das heißt, man müsste in ihrer Heimat lebenswerte Bedingungen schaffen, in kurzer Zeit zu vertretbaren Mitteln. Und was mir vorschwebt ist, dass man da vielleicht so etwas wie moderne Hansestädte bauen könnte. Ja, viele von den Flüchtlingen sind handwerklich begabt, die würden sicherlich gerne auch so eine Stadt aufbauen helfen, aber es braucht eben Kompetenz, wie man das macht. Ja? Wie man Architekturen, wie man Verkehrsplanungen und all diese Dinge macht. Und wenn man das Open Source und dann würden viele Dinge einfach sehr, sehr viel schneller gehen. Das ist im Grunde genommen der Trend. Ja, wir haben Wikipedia, kennen Sie, ja? 1% der Leute schreibt vielleicht Beiträge, aber jeder nutzt es. Ja? Tolle Sache. Das Creative Commons und GitHub für die Software. Open Source Hardware mittlerweile, Open Source Architecture, also das kommt, würde ich sagen. Und vielleicht können Sie hier in Zürich auch irgendwelche Großraum zumindest Freiräume schaffen. Denken Sie an Freiburg, da gibt es auch Viertel, die im Grunde genommen von Bürgerinnen und Bürgern in weiten Zügen gestaltet wurden. Also es braucht Freiräume für Kreativität, es braucht diese Prinzipien Openness, Kooperation, Modularität, Granularität und es muss günstig sein, die Dinge zu integrieren und dann entstehen zum Teil schon auch ganz lebendige Lösungen. Das ist jetzt gar nicht irgendwie alles so utopisch, ne? Ein Hahn herbeigezogen, selbst Alexandros Washburn, den ich in New York mal reden gehört habe, hat es in seinem Buch beschrieben, er war ja für die Stadt New York zuständig und er sagt, I could not control anything, but I could influence everything und außerdem hat er noch gesagt,
das entscheidende Erfolgsgeheimnis ist eigentlich top-down und bottom-up zusammenzubringen. Ja? Nur das eine oder nur das andere funktioniert nicht gut. Und es führt uns im Grunde genommen zu einem neuen Ansatz der Globalisierung, nämlich global zu denken, aber lokal zu handeln, divers Experimente zu machen, voneinander zu lernen, das Gelernte teilen, sich gegenseitig helfen. Und das ist dann ein neues Paradigma um komplexe Systeme, wie sie heutzutage die Welt bestimmen, zu managen. In diesen komplexen Systemen passiert oft nicht das, was man erwartet und beabsichtigt, sondern es gibt oft Nebeneffekte, Feedback-Effekte und Kaskadeneffekte. Selbst obwohl die Prozessorleistung von Computern exponentiell wächst, verdoppelt sich alle 18 Monate, und die Datenmenge noch viel schneller wächst, verdoppelt sich mindestens alle 12 Monate mittlerweile. Also in einem Jahr werden so viele Daten produziert wie in allen Jahren der Menschheitsgeschichte zuvor. Trotzdem hält das nicht mit der Komplexität der Welt. Und das führt dazu, dass wir eigentlich die Kontrolle verlieren, wenn wir die Welt top-down zentralisiert zu kontrollieren versuchen. Es braucht also verteilte Kontrolle. Und da gibt es dann einen völlig neuen Ansatz, statt diese Überregulierung, die wir eigentlich in vielen Städten heutzutage vorfinden, kann man versuchen, Lösungen zu finden, die die Beteiligten unterstützen, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und Selbstorganisation kann manchmal erstaunlich effizient sein. Ja? Ich meine, das ist in Ägypten, in Kairo, hochdivers, aber man muss fast nie anhalten, es gibt keine Ampel und man staunt, wie das funktioniert. Ne? Aber der Grund ist das Design. Hier gibt es nämlich einen Einbahnverkehr hier vorne, hinten in die entgegengesetzte Richtung, in der Mitte gibt es eine Art Puffer, in der die Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeit so anpassen können, dass sie eine Lücke finden und quasi ungehindert dann die Spur kreuzen können. Ja, das ist also ein System, was Adaptation unterstützt. Und Vogelschwärme machen das ganz wunderbar. Ne? Verglichen damit geht es am Flughafen Zürich ruhig zu. Man staunt, dass das wirklich gut geht, aber die Vögel, obwohl sie jetzt keine Supercomputer haben, kriegen das ganz wunderbar hin. Also so ähnlich stelle ich mir vor, dass wir in Zukunft unsere Gesellschaft eigentlich durch Selbststeuerungsprinzipien managen. Und dafür braucht es natürlich Informationsfeedback. Ja? Ich persönlich glaube, dass wir 300 Jahre nach dem Adam Smith mit dieser Idee der unsichtbaren Hand daherkamen und tatsächlich die unsichtbare Hand zum Funktionieren bringen können. Und das Erfolgsprinzip ist Informationsfeedback, Echtzeitfeedback, und wir haben das auch selber demonstriert. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel diese Autobahn, auf der es diesen nervigen Stop-and-Go-Verkehr gibt, kennen Sie sicherlich auch. Ja? Ich zeige Ihnen das, damit Sie sehen, dass wir diese Prozesse verstehen und den Computer nachstellen können. Irgendwann sind wir dann aber doch so genervt, dass wir sagen, jetzt nehmen wir den Hubschrauber. Und dann gucken wir uns jetzt gleich an, was eigentlich die Ursache ist für diesen Stop-and-Go-Verkehr. Da gibt es also hier diese Fahrzeuge, die über die Zufahrt auf die Autobahn wollen. Und die produzieren kleine Störungen auf der Autobahn. Die schaukeln sich auf und es gibt den Stop-and-Go-Verkehr. Wir stellen uns vor, dass wir davon einen bestimmten Prozentsatz von Autos, sagen wir 30, 50 oder so Prozent, mit Fahrerassistenzsystemen ausstatten, die mit seinen Radarsensoren Abstand, Relativgeschwindigkeit messen, die Autos automatisch beschleunigen und bremsen lassen. Das ist ein bisschen anders, als das Menschen machen, und Sie sehen, plötzlich löst sich der Verkehrsstau auf. Das ist möglich. Ja, das nennen wir Verkehrsleistungsassistenz. Hier haben wir nichts anderes getan, als die Interaktion zwischen den Systembestandteilen hier, den Autos, zu verändern. Und das kann man systematisch machen, es ist jetzt zu viel Text, deswegen springe ich da mal drüber. Vor der Innenstädte haben wir etwas Ähnliches gemacht.
da wir uns inspirieren lassen durch Fußgänger. Sie sehen hier so eine enge Stelle. Fußgänger versuchen von beiden Seiten durch diese Tür zu kommen. Mal von der einen, mal von der anderen Seite. Sieht so aus, als wäre da eine Fußgängerampel oder ein Verkehrspolizist. Ist aber nicht so. Sondern da baut sich ein Druck auf. Dieser Druck, der wirkt quasi den Strom von der anderen Seite irgendwann ab und dann ändert sich die Richtung. Und wir haben uns damals gesagt, sind denn Verkehrskreuzungen nicht im Grunde genommen auch so etwas wie Engstellen, nur für mehr verschiedene Richtungen? Und könnte man nicht auch so ein Druckprinzip nutzen, um damit Rot- und Grünphasen zu definieren? Also die Verkehrsströme steuern die Ampeln statt umgekehrt, und zwar bedarfsgerecht. Und das funktioniert viel besser, als man denkt. Ja. Dresden hat man es ausprobiert. Da gab es einen Bereich, wo die entsprechende das Verkehrsamt gesagt hat, hier sind wir wirklich nicht zufrieden, hier sind wir am Ende unserer Weisheit und haben jetzt quasi das beste System, was es auf dem Markt gibt, gekauft. Es produziert grüne Wellen, die sind sogar adaptiv, aber wir können den öffentlichen Verkehr nicht priorisieren. Wir sehen hochkomplexe Straßennetzwerke, was es noch schlimmer macht, ist, da gibt es so viele verschiedene Tramlinien und Buslinien, die da durchrollen. Und wenn Sie jetzt die priorisieren, bricht sofort die grüne Welle zusammen. Sie haben einen Monsterstau innerhalb von Minuten. Ja. Wir haben es trotzdem geschafft, zu priorisieren und den Monsterstau zu vermeiden. Und zwar eben mit einer adaptiven Steuerung, die die zufällig entstehenden Lücken nutzen, darauf reagiert. Sie sehen, die grünen Wellen sehen etwas anders aus. Die werden nicht aufoktroyiert, sondern die entstehen eben durch Selbstorganisationen. Schauen Sie, wie gut das funktioniert. Also riesige Verkürzungen der Wartezeiten für den öffentlichen Verkehr, aber nicht zulasten der Fahrzeuge. Und die Fußgänger und Fahrradfahrer, die haben auch was davon. Und also Velofahrer und die Umwelt. Und ähnliche Sachen kann man machen für Produktion. Auch hier kann man Selbstorganisationsprozesse anwenden und in Supply Chains genauso. Und das heißt, es gibt tatsächlich hier neue Lösungsansätze für eine nachhaltigere Gesellschaft. Ja? Es gibt eigentlich keine Ressourcenkrise auf der Welt, würde ich mal behaupten. Das Problem ist, dass wir 50 Tonnen Müll produzieren in unserem Leben. Wir schmeißen Autos weg, wir schmeißen Schränke und Tische weg, Computer, Smartphones und so weiter. Es ist genug eigentlich für 5 Leute, wenn man es nur recyceln könnte. Ja, und zum Teil macht man das natürlich, aber es ist nicht auf dem Niveau, wo es sein soll. Und die Idee ist im Grunde genommen, dass man jetzt mit diesem Internet der Dinge die Auswirkungen des Handelns auf die Umwelt misst. Also Lärm, CO2, Abfallstoffe verschiedener Art, Arbeitslosigkeit und so weiter. Aber auch gute Dinge, also neue Jobs, Bildung, Gesundheit, schöne Umwelt, Wiederverwendung von Ressourcen und so weiter. Und was man dann gerne möchte, ist die positiven Auswirkungen verstärken, die negativen abschwächen und eine faire Kompensation auf den Weg bringen. Kompensation kann man heutzutage mit neuen digitalen Geldsystemen machen. Und zwar muss es multidimensional sein. Das heißt, im Unterschied zum heutigen Geldsystem, wo das im Grunde genommen eindimensional ist, hätten wir für all diese verschiedenen Ressourcen separate Geldsorten, könnte man sagen. Viele verschiedene Konten, die getrennt geführt werden. Und zum Beispiel mit Bitcoin und ähnlichen Blockchain-basierten Currencies kann man sowas bauen. Ja, das geht jetzt. Und damit quasi neue Marktkräfte erzeugen. Ja, und das ist also, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie hätten quasi Sensoren in den Produkten drin und es wird dann gesagt, da sind 100 Gramm Glas drin, das sind 50 Gramm Aluminium oder was auch immer und was Sie damit machen können oder wo Sie es am besten jetzt
liefern und was sie dafür an Geld verdienen können, dann würden sich von selber quasi diese Wirtschaftskreisläufe schließen, die materiellen Kreisläufe, durch Selbstorganisation. Ja? Man muss diese neuen Kräfte erzeugen. Und mit der Sharing Economy war es ähnlich. Also im Grunde genommen würde dann die Wirtschaft der Zukunft so ähnlich funktionieren wie dieses Prinzip des Transports als Service. Ja? Die Vorstellung ist, dass in Zukunft die Autos selbstfahrend sind. Die holen sie also zu Hause ab. Sie sagen, in 5 Minuten bräuchte ich jetzt ein Auto, müssen sie gar nicht eintippen. Das hat irgendwie ihre Alexa gehört. Dann kommt ihr Auto vorbei, bringt sie dorthin, wo sie hinwollen, liest die nächste Person auf und ist ein ständig unterwegs. Und wir brauchen nur noch 15 bis 20% der Fahrzeuge, die wir heutzutage haben. Ja? Das heißt, wesentlich weniger Autos, braucht weniger Stahl, Glas, Gummi, Garagen, Beton und so weiter, schönere, grünere Städte, lebenswerter und so weiter und so fort. Aber das Entscheidende ist, diese Autos bleiben quasi ständig in einem Einsatz. Die parken nicht, die sind ständig unterwegs. Ja? Das ist die Idee. Und genauso würde das in Zukunft funktionieren mit allen Ressourcen, inklusive Geld. Wenn Sie es brauchen, ist es da. Und wenn Sie dann irgendwie gegessen, getrunken oder irgendwie Ihre Maker-Produktion gebastelt haben, dann fließen die Sachen weiter und die Kreisläufe werden geschlossen. Das ist sozusagen die Vision. Aber nicht quasi zentral gesteuert von Google oder wem auch immer, sondern Sie können dort kreativ teilhaben an der Ausgestaltung dieser digitalen Gesellschaft der Zukunft. Und damit Sie da alle mitwirken können und jetzt nicht irgendwie als Laie herumstümpern, brauchen Sie digitale Unterstützung. Das nennt man Social Computing, das heißt Software, die Sie quasi bei der Hand nimmt und Ihnen sagt, wie die Dinge, die Sie machen wollen, eben effizient gemacht werden können. Das kann man mit Augmented Reality zum Beispiel umsetzen. Es gibt jetzt auch hier diese ganz coolen Brillen, das nennt sich Mixed Reality. Das heißt, Sie sehen da durch und sehen die Umwelt so, wie Sie jetzt sehen, aber man kann andere Sachen einblenden, zusätzliche Informationen. Brauchen Sie nur noch Geld, um Ihre tollen Ideen mit Ihren Freunden, Kolleginnen, Kollegen und Nachbarn irgendwie auf den Weg zu bringen? Das nenne ich das Crowdfunding für alle, die Investitionsprämie. Das wäre eine neue Sorte von Geld, die Sie nicht selber für sich ausgeben können, für Ihren eigenen Konsum, sondern die Sie an andere Leute verteilen sollen, sonst verfällt es wieder. Das heißt, Sie stimmen mit Ihren Spenden, das ist Geld, was nur quasi fürs Mitbestimmen gedacht ist, das ist ein Crowdfunding für alle, da bestimmen Sie, welche Projekte umgesetzt werden. Also jeder kann Projekte auf den Weg bringen oder mitwirken und sagen wir, die besten 30 oder 50% dieser Projekte wären umsetzbar mit diesem Crowdfunding für alle. Und heutzutage werden sogar schon die ersten Wolkenkratzer mit Crowdfunding bezahlt. Ja, stellen Sie sich vor, wir könnten neue Medikamente und was weiß ich noch alles mit Crowdfunding bezahlen. Das wäre doch eine tolle Sache. Ab und zu müssen wir uns natürlich noch einig werden. Das wäre dann das digitale Upgrade der Demokratie. Da geht es darum, die besten Ideen von vielen zusammenzubringen. Es bräuchte deliberative Plattformen, wo die Argumente gesammelt werden, verschiedene Perspektiven herauskristallisiert werden und die dann hinterher an einem runden Tisch integriert werden. Und das Interessante nämlich an kollektiver Intelligenz, die auf diese Art und Weise erzeugt werden kann, ist, dass nicht die beste Einzelidee tatsächlich die beste Lösung liefert, sondern wenn Sie die beste Idee der Lösung mit der zweiten, drittbesten kombinieren, kommt da interessanterweise oft noch viel bessere Lösungen raus. Ja? Das ist bei komplexen Problemlagen oft der Fall. Also so stelle ich mir digitale Demokratie vor, dass es nicht darum geht, dass Mehrheiten
Minderheiten unterdrücken, sondern dass wir unsere Smartheit miteinander kombinieren, sodass wir Lösungen finden, die für viele funktionieren. Und die Schweiz ist ja da Weltmeister, also da brauche ich ja gar nicht Eulen nach Athen tragen, sozusagen, oder umgekehrt. Aber wir könnten das digitalisieren, diese Prozesse, und auch in die Welt exportieren. Ja? Wenn sich jetzt nicht dieses schöne Demokratieprinzip hier aus der Schweiz ganz für sich alleine behalten wollen, dann wäre das schon ein bisschen egoistisch. Also das wären also die großen Erfolgsprinzipien der Zukunft aus meiner Sicht. Co-Learning, Co-Creation, Combinatorial Innovation, Coordination, Cooperation, Co-Evolution, Collective Intelligence. Das heißt, gemeinsam sind wir stark, wir müssen es nur noch tun. Vielen Dank.